Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Maybach Motor hier aus dem Hause Archette, und zwar als Fortsetzung für das Königstiger RC Modell. Ja, wir werden heute mit den Ausgaben 129 bis 132 die nächsten Komponenten für unseren Motorblock bauen und bekommen dafür unter anderem auch schon die erste Motorenhälfte. Ja, der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon in einem Short gesehen, dass mein Junior das Paket mit der Motorenhälfte schon ausgepackt hat, und entsprechend könnt ihr euch schon mal ungefähr vorstellen, wie groß das Teil gleich in meinen Händen aussehen wird. Ich würde sagen, ihr lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement, gerne noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar hier auf dem Video da. So, und damit fangen wir mal direkt mit Ausgabe 129 an, nämlich der linken Motorenhälfte. Und wie gesagt, wenn ihr es auspackt, sieht es bei euch noch nicht so ganz sauber aus, ne? Da ist noch ein Papprahmen extra drumherum, aber mein Sohn hat das natürlich schon mal erforscht, die ersten Teile. Der packt immer sehr gerne die Kartons mit mir aus, von allem, was da reinkommt. Okay, dann schauen wir mal, was wir denn hier alles dabei haben. Also, wir haben jetzt hier einmal die linke Hälfte des Motorengehäuses, dann haben wir zwei Stützplatten und einen Ringhaken. Und wir sollen als erstes die Stützplatten hier einmal einsetzen. Und diese jetzt hier einsetzen. Und zwar müssen wir hier nur ein bisschen auf die Positionierung achten, dass wir die zeige ich euch gerade mal. Hier sind nämlich zwei Stecklöcher. Eins ist ein bisschen freistehend und eins ist hier direkt am Rahmen dran, ein kleineres. Und das sollte nach oben zeigen. Das heißt, das kommt da drauf. Und der zweite Rahmen kommt parallel dazu auf die gleiche Art und Weise. Hier daneben, also auch wieder hier darauf achten, dass dieses Steckloch hier oben an dem Rahmen dran ist und dieses hier unten freistehend. Stecken wir ebenfalls hier drauf. So, und den Ringhaken, den sollen wir jetzt einmal hier oben in diesem Loch hier befestigen. So, der passt nur in eine Richtung rein. Gut, der steckt etwas locker. Da machen wir mal ein little bit Klebstoff dran. Klebstoff kann ich. So. So, im nächsten Schritt haben wir diese ganzen Bauteile hier für die Ausgabe 130, und da werden wir jetzt mal peu à peu alles zusammensetzen. Wir fangen also einmal hier an mit dem Deckel des Ölfilters, setzen den einmal ein. Hier ist eine kleine Nase dran und hier eine Aussparung, das heißt, da wisst ihr schon mal, in welche Richtung das Ganze drauf muss. So, dann soll die Baukomponente einmal hier parallel drauf, seitlich. So, dann ist er aufgesteckt. Und dann das Ganze einmal an der Motorenplatte hier unterhalb des unterhalb der Ringöse hier befestigt. Mal kurz schauen. Also über die zwei großen Löcher hier wird es einmal nur eingesteckt. Verwende ich etwas Klebstoff, um die Halterung zu befestigen. Das machen wir doch gerne. Klebstoff kann ich. Klebstoff kann ich. So, also. So.
Gut, dann geht es weiter mit den ersten Kleinteilen. Wir brauchen das Bauteil, dann 130 M und J. J ist einmal dieses hier und M ist das. Was brauchen wir noch? Einmal den Deckel hier, eine Schraube JP und einen flachen Deckel. Okay, so. Wir sollen, glaube ich, als erstes die zweimal zusammenschrauben. Und dann hier mit der Schraube JP einmal befestigen. So, dann machen wir auf dieser Seite diese Blende drauf. Und auf der anderen Seite dann die Blende. Und haben jetzt noch hier diesen Deckel. Den befestigen wir einmal hier auf dem Ring. So. Dann muss ich kurz schauen, wie rum das hier weitergeht. Der hält das Teil so in der Hand und macht jetzt das Teil 130N drauf. Das ist hier dieses Kreuz. Dann den schwarzen Haken. Der kommt noch hier oben in diese kleine Aussparung rein. So, und das mache ich jetzt noch mal eben mit den anderen Bauteilen. So, nachdem wir dann auch die zweite gefertigt haben, ne, die dann jetzt entsprechend hier spiegelverkehrt läuft, setzen wir diese jetzt hier unten in die ersten Baugruppen ein. Und zwar immer so, dass diese Filtereinheit hier nach unten zeigt. Sollen wir das jetzt hier unten aufstecken? Dann entsprechend auch hier das zweite. So. Und dann nehmen wir uns die Teile hier vor. Da gibt es noch hier zwei Bolzen, zwei Schraubösen und vier kleine Ringe oder Abstandshalter nennen sie sich hier. So, und wir sollen jetzt gerade mal schauen, so herum hier auf die hohe Stelle jetzt hier auf den Ring als erstes einen Abstandshalter auffädeln. Danach die Schrauböse. Und dann nochmal einen Abstandshalter. So, und dann das Ganze einmal durchklopfen. Könnt ihr das hier entweder mit der Zange machen oder aber mit dem, wo habe ich denn jetzt?
Ich habe doch was. Mit dem Hämmerchen hier. Einmal durchklopfen. Und wiederholen den Schritt jetzt nochmal hier bei dem zweiten Teil. So, in Ausgabe 131 geht es mit dem Ölkühler weiter und bekommen dafür die ganzen Bauteile hier. Hier auch noch. So, und zwar sollen wir als erstes den Kühler hier zusammensetzen. Den Deckel, einmal hier einsetzen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es egal ist, auf welcher Seite man hier arbeitet. Ah, da auf Bild 3 sieht man das ein bisschen als Referenz. Okay, also da sind die Löcher auf der offenen Seite und der kommt hier auf die Seite. So, da drauf gesteckt. Dann hier, okay, anhand der Stecklöcher wäre es auch leichter zu erklären gewesen. Also den da drauf. Dann kommen hier die zwei aus Gummi, hier diese silbernen Teile, einmal hier reingesteckt. So, dann wieder zurück auf die Seite. Sollen wir die Kühlwassereintrittsstelle einmal montieren? Hier drauf. So, machen dann dieses Bauteil hier drauf. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier gibt es nämlich immer großes Loch und kleines Loch. Ja, okay, ist aber richtig. So, dann brauchen wir den Winkel hier. Sollen den jetzt hier passform hier außen einstecken. Als nächstes nehmen wir uns hier die Rohrleitung vor und sollen da die Manschetten befestigen. So, das Ganze kommt jetzt hier dran. So, und jetzt haben wir nochmal Bolzen. Und zwei Flügel, das heißt, wir stecken diese jetzt einmal hier durch. Oder sollen die hier dazwischen? Ja, müssen sie. Also einmal hier dazwischen stecken. Dann die Bolzen einmal rein. Und festklopfen. Die kommen jetzt anschließend hier drauf. Und
werden mit einer Schraube CM befestigt. So. Im Anschluss setzen wir jetzt diese Gruppe einmal hier mit diesen zwei Stecklöchern auf diese zwei Stifte auf. Drücken das einmal runter und können jetzt hier die Manschetten einmal hier rumlegen. Dann die Schraubverbindung da durchziehen, die kleinen Muttern auflegen und das Ganze dann einmal gleich festdrehen. So, dafür habt ihr hier mitgeliefert einen kleinen Schraubenschlüssel. Ich empfehle euch aber, das Ganze hier einmal mit ordentlich Druck die Manschette hier runter zu drücken. Und dann ist die Mutter nämlich ein bisschen freifliegend. Dann könnt ihr die runterdrehen und dann lasst das einfach wieder los und dann hält ihr hier auch durch den Druck einmal fest. So, andere Seite das gleiche. So, die Mutter auflegen. So, mit ordentlich Druck den Bügel runterdrücken, Mutter festziehen, loslassen, fertig. So, und jetzt müssen wir die zwei, wo ist der zweite? Ein Schlauch ist mir weggeflattert. Ach, da liegt er an der Seite. Müssen die Enden jetzt noch hier oben drauf. Ja, ich glaube, die muss man einkleben, das bringt so nichts. Die muss man hier festkleben. So, dafür muss ich aber erst eine neue Tube Sekundenkleber aufmachen. Und ja, wie gesagt, die Enden stecken wir dann gleich hier rein. Und den langen Schlauch hier oben rein. Und ich verbinde die jetzt gleich wieder hier runter. Was wir noch machen können, ist dann hier an der Seite in diese drei Stecklöcher, diese kleinen schwarzen Mutternköpfe hier aufzuschieben. Oder reinzuschieben. So, zum Schluss noch in der Ausgabe 132 setzen wir die Lichtmaschine zusammen und jetzt müssen wir kurz hier die Teile einmal zusammensetzen. Okay, dann den Deckel einmal hier auf der anderen Seite drauf. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr immer den großen Stecker in das große Loch und den kleinen entsprechend das kleine Loch einsetzt. So, jetzt haben wir hier so ein Bauteil. Und da sollen wir jetzt mal hier diese Gummileitung hier einstecken. Also dafür einfach hier die drei Enden der Leitung hier in die kleinen Öffnungen reinstecken.
So, da die hier aber leicht rausfliegen, machen wir die mit Sekundenkleber fest. So, ich lasse mal kurz liegen. In der Zwischenzeit probiere ich mal, ob der Kleber jetzt hier schon hält. Ich habe das Ganze nämlich jetzt hier auch nochmal mit Sekundenkleber befestigt. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, es hält auch unter der Spannung. Ja, der Große ist noch ein bisschen widerspenstig hier, aber ich denke mal, da hält wahrscheinlich irgendwann auf Dauer noch, wenn der Kleber dann vollends ausgehärtet ist. So, wir machen jetzt hier weiter und setzen jetzt, lasst mich kurz schauen, an der Stelle, Alter, aber die Gummiteile, die kleben aber auch echt schlecht. Die kleben nicht so gut fest. So, das soll nämlich jetzt hier drauf. Kann Sekundenkleber zu alt sein, dass der nicht mehr wirkt? Eigentlich nicht, oder? Ich möchte jetzt auch nicht meine Finger dran halten zum Probieren, weil dann wirkt er nämlich. So, jetzt muss man noch den kleinen Deckel hier oben drauf machen. So, dann kommt jetzt hier daneben das Rohrstück. So, und das Ganze bauen wir jetzt einmal hier fest. Haben dafür hier zwei Stecklöcher, die wir einmal hier wiederfinden. So. Und jetzt müssen wir einmal hier die Manschetten drüber legen. Und mit den beigefügten Schrauben festziehen. So, jetzt muss ich mal schauen, ob meine Innensechskantschraube hier greifen. Das sieht auch gut aus. Guck mal, ich habe nämlich jetzt hier so ein Innensechskant. Und da passt er ja perfekt drauf. Perfekt. Also kann ich euch nur empfehlen. Dann müsst ihr nämlich nicht mit dem kleinen Maulschlüssel hantieren. So, dann einfach festschrauben. Ich hatte mir die ja mal fürs Panzermodell eigentlich gekauft, für die kleinen Sechskantschrauben, die oben auf der Oberfläche waren, wo wir eben auch mit so einem Maulschlüssel die kleinen Schrauben festziehen mussten. Allerdings hatten die so eine ganz bescheidene Zwischengröße, dass die Schlüssel entweder zu groß oder zu klein waren. So, aber das hier funktioniert super mit denen. Perfekt. Bin ich echt zufrieden.
Wunderbar. Das ging jetzt gerade hier wirklich wie beim Brezelbacken. Perfekt. So, die Frage ist natürlich jetzt, wenn der Schlüssel greift. Achso, ne, da komme ich jetzt eh nicht ran. Ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, kann ich ja jetzt eigentlich mal die Schlüssel hier auch probieren bei dem Modern. Aber durch das, die da quasi in dieser Kuhle drin liegen, komme ich da nicht ran. Also für alle, die es interessiert, und zwar ist das ein der hier. Dann macht ihr jetzt einfach ein Bildschirmfoto und dann seht ihr, welche Größe auf den Schrauben passt oder auf den Muttern. So, wir machen weiter mit der Rohrverbindung hier. Und zwar haben wir jetzt hier noch eine kleine Zwischenplatte, die wir jetzt einmal hier noch dazwischen schieben. Hier auf der anderen Ecke machen wir das Stück drauf. So, und setzen das Ganze jetzt einmal von hier nach da, noch hier oben auf den Filter drauf. Ich muss nur die Platte hier, glaube ich, umdrehen. Ja, die Löcher müssen nach außen zeigen. So, sonst passt es nämlich vom Muster her nicht hier auf die Vorgabe. So, und da ist drin. Und jetzt drücken wir es noch hier fest. So, wunderbar, perfekt. Und damit haben wir die ersten Details hier an der linken Motorhälfte dran und sind damit mit der Monatslieferung hier auch schon wieder durch. So, Lieben, damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Videofolge. Hier nochmal das Bauergebnis vom heutigen Videoabschnitt. Ne? Angefangen hier mit den kleinen Ösenhaken da und den nächsten Details hier mit den zwei Pumpen unten dran. Dann der ganze Ölfilter, die ganze Prozedere, ne? Und wie gesagt, falls ihr hier oben Schwierigkeiten mit diesem kleinen Schlüssel habt, dann legt euch hier den Größe Hex 4.0 ein Innensechskantschlüssel zu. Es muss nicht diese Marke sein, nur die Größe ist halt entscheidend und das ist Hex 4.0, also Innensechskant, ne? Und dann könnt ihr hier die zack, einmal zack und einfach festziehen. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Das ist natürlich sehr lobenswert, wenn die Schlüssel, die man hat, dann auch irgendwann mal passen. Ja, in dem Sinne heißt jetzt natürlich wieder warten, bis die nächsten vier Hefte eintrudeln. Und ich sage dann in dem Sinne erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.